Ja, Freunde, weiter geht's hier mit dem 25. Part bei The Witcher 3 Wild Hunt. Die, ja, bei dem 24. Part ist das Spiel leider abgestürzt. Was allerdings sehr traurig ist, aber andererseits auch wieder gut, weil die Aufnahme sonst wieder zu lang war. Der 24. Part, der geht ja alleine schon 40 Minuten. Ich denke, das reicht an Länge vollkommen aus. Ja, gut. Ja, das Versteck können wir jetzt erstmal nicht finden. Was haben wir denn hier? Da müssen wir hin. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne eine Möglichkeit, an das Geheimversteck zu kommen. Ja, wir probieren das mal kurz aus. Und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir echt wirklich mal mit Dijkstra reden. Bleibt uns ja sonst nichts anderes übrig. Und wir sollen ja wieder runter. Kanalisation, aber wie? Hier müssen wir jetzt irgendwo runter, aber da muss ich doch auch irgendwo... Ja, halt's Maul. Also da müssen wir ja auch irgendwie einen Weg finden. Ich frag mich nur wie. Komme ich vielleicht hier? Ah, jetzt sind wir hier nur wieder. Das bringt mir auch nichts. Wo war denn diese verfluchte Arena? Frag mich immer noch, wo die ist. Wo sind wir denn hier? Verschlossen. Ich würde gerne wissen, wo wir hier sind. Wieso ist das verschlossen? Was ist das für ein Shit? Auch abgeschlossen. Gibt es hier irgendwo einen Weg runter? Ich habe doch gerade erst die Wäsche aufgehängt. Abgeschlossen. Hey, das ist so lästig gerade. Mal kurz zur Karte. Dann setze ich mal kurz da einen Wegpunkt. Jawohl, hier ist sie doch. Sehr schön. Und natürlich müssen wir noch weiter nach unten. Jawohl. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Weil wenn möglich, will ich echt schon alles mitnehmen. Kein Bock hier mal zu fehlen. Ach hier, gucke mal. Beweglichen Türe abgenutzt. Hinter dieser Wand ist was. Können wir so nicht öffnen? Ah, hier, guck mal, hier ist der Hebel. Sehr schön. Nehme ich natürlich alles mit. Warum auch nicht? Mysteriöser Brief. An Hurensohn Junior, König Radovid ist mit deiner Leistung nicht zufrieden. Du solltest die anderen Mitglieder der sogenannten Großen Vier beseitigen. Doch sie sind noch immer am Leben und wissen, welche Rolle du in diesem versuchten Attentat gespielt hast. Das war nicht unsere Vereinbarung. Verstecke dich vorerst an einem Ort, den dir der Bote nennt.
der diesen Brief überbringt, und bleibe außer Sicht. Der König hofft, dass die Feindseligkeit unter den Mitgliedern der großen Vier das bewerkstelligen, woran du so kläglich gescheitert bist. M. Punkt. Interessant. Hier ist so eine Truhe. Axtkämpferhandschuhe nehme ich natürlich auch mit. Seine Kohle haben wir natürlich auch bekommen. Das finde ich nice. Das haben wir auch erledigt. Jetzt können wir wenigstens weitermachen. Kann ich nochmal meditieren. So. Perfekt. Jetzt raus hier und zu den nächsten Treffpunkten. Komme ich hier auch nochmal durch? No. Tja, Hackersmänner haben es wohl nicht geschafft. Dann schaffen wir das jetzt. Jedenfalls müssen wir Hurensohn Junior als erstes finden. So viel steht fest. Weil Hacker wird ihn sonst zerhacken, wie der Name auch schon sagt. Ne? Hat er ja auch schon angedroht. Das ist nicht dein Tag. So. Na gut, wir müssen jetzt hier durch. Jetzt müssen wir noch mal mit Sigi reden. Mit dem Sigi. Oder vielleicht auch nicht. St. Georg Brücke. Mhm. Gut zu wissen. Oh, finden wir das Versteck von ihm? Eigentlich schon, ne? Dürfte ja kein schweres sein. Ganz schön schwer hier arbeiten. Wir müssen sicher gehen, dass Sicherheit hier oben. Alles Leichen hier. Noch ein höher? Ja. Gucken, was wir hier finden, Leute. Ah, hier haben wir schon ein paar Hinweise. Nee, Bärenfallen, alter Schwede. Eine Kiste, die ich nicht öffnen kann. Wir müssen wohl noch einen höher. Oder hier. Du kannst im Dunkeln sehen und bist zäh. Du wärst ein toller Erzaderschnüffler, wenn du nicht so groß wärst. Ja, meinst du? Ja, gib mal alles her hier. Hier ist nichts weiter. Doch wieder runter. Hä? Ich gerade nicht.
Das scheint, ich habe schon von dir gehört. Scheiße. Hacker will, dass wir dieses Rex noch du bist, Stinklack. Mhm. Ah, mit ihm sollen wir reden. Hallo. Ach, Rolvens Kumpel, nicht wahr? Ich hab von dir gehört. Hast du hier das Sagen? Was geht dich das an? Ich suche Junior. Willkommen im Club der Hurensohnjäger. Leider sind die Mitgliederausweise gerade ausgegangen. Und bei Junior hast du auch kein Glück. Der ist nicht da. Weißt du, wo ich ihn finde? Nein. Blutiges Chaos. Ist irgendwie passiert. Bin ganz höflich hier erschienen, um Hurensohn Junior zu einem Treffen mit Kumpeln einzuladen. War aber schnell klar, dass hier niemand was auf die Tradition der Gastfreundschaft gibt. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Klar doch. Komm schon. Guck mal, finde ich hier was? Ja, was zum Mitnehmen. Nette Klingen hast du da. Scheiße. Hacker will, dass wir dieses Drecks noch durchsuchen. Also such ihn. Ganz schön schwer, hier Arbeit zu finden, Hexot. Was soll ich mit dem bereden? Lungerst rum wie ein Furz in der Hose meines Schwiegervaters. Da wird man nicht frech. Ich schau mich mal um. Ich hab dich im Auge. Ja, ich dich auch. Finden wir hier was? Nein. Aber hier. Hier ist nichts Interessantes. Wie? Wieso wird's mir dann rot angezeigt? Komisch. Na gut, ist ein Hinweis, aber... Ihr habt es ja gehört, nichts Interessantes. Außer hier die Bärenfallen vielleicht. Kann ich mir die jetzt angucken? Die Zwerge sind so gründlich wie Steuereintreiber. Sie haben nichts zurückgelassen. Und das? Hier ist alles sauber geschrubbt worden. Ah. Na gut, dann müssen wir jetzt mit Dijkstra reden. Und dann haben wir das auch schon soweit. Mir scheint, ich habe schon von dir alles gehört. Dann mal los. Damit wir hier fertig werden. Schließlich wollen wir ja Informationen über Ciris Aufenthalt erfahren oder was ihr möglicherweise passiert sein könnte. Ich wollte frischen Fisch. Wichtig ist wichtig. Was sollte ein Hexer hier wollen? Naja, ich weiß halt schon, was mit ihr passiert ist, aber ich will ja halt auch nichts spoilern. Das wäre ja total beschissen dann auch. Na, das ist doch klar, dass die Generation. Der Niedergang der Zivilisation. Holen wir mal die Fackel raus, sonst sehen wir da in dem Badehaus schon wieder nichts. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Hast du mit Redanien gebrochen? Sympathien haben damit nichts zu tun.
Hurensohn hat sich mit unserer Vereinbarung den Arsch abgewischt. Das ist Verrat, in wessen Dienst er auch steht. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Vernon Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Na gut. Sprich, im Lager des Widerstandes. Na gut, da müssen wir jetzt mit Vernon Roche reden. Dann machen wir das mal. Im Lager des Widerstandes. Hört sich fast nach Star Wars an. Der Widerstand. Habt ihr denn schon mal den neunten Teil gesehen? Ich finde den richtig gut gemacht. Komm her, Plötze. Dann treffen wir auch wieder auf dem alten Bekannten. Und ich schätze mal, für ihn müssen wir dann auch wieder einen Gefallen tun, damit er uns dann halt hilft. Komm schon. Na, du musst gleich aufpassen, Freundchen. Sei mal nicht so frech da. Wir haben immer alle eine dicke Lippe. Dabei unterschätzen die Hexer, was die für eine Macht haben. Die holen einmal mit dem Säbel aus, dann war's das für die Menschen. Oder Halblinge. Ist halt so. Wie lange brauchen wir noch? Nicht mehr lange. Sind gleich da, so wie es aussieht. Ich hoffe es. So, sehr schön. Ich muss noch mal kurz was im Inventar gucken. Gut, das ist geblieben. Ja, sehr schön. Dann huschen wir doch mal rein. Ich suche Roche. Niemand hier, der so heißt. Sonst noch was? Verstehe. Und hinter dir, ist das ein Bärenpflückerlager? Wir sind Vogelkundler. Lass mich mal. Das Schwert brauchst du, falls du einen Nashornvogel triffst. Nein, Nashornvögel sind hier nicht endemisch. Dies ist auch nicht ihr Zugziel. Bist du blind, Hortensio? Das ist Geralt, ein alter Freund von mir. Hehehe. Komm rein, Geralt. Sehr schön. Geralt von Riva, gesund und munter. Vernon Roche, die letzte Hoffnung Temeriens. Lach du nur, Temerien wird sich wieder erholen. Roche, ich kann sie nicht zurücklassen, ich... Du kannst und du musst, denn so lautet dein Befehl. Sie werden sterben, bitte. Wir sind fertig, wegtreten. Das wird nur Ärger geben, schätze ich. Was machst du? Plaudern wir mal ein bisschen. Du scherzt. Die Scoia'tael interessieren keinen mehr. Temerien zählt. Sonst nichts. Wie hat es dich hierher verschlagen? Mit der Armee natürlich. Ihren Resten jedenfalls. Als Nilfgaard über die Yaruba kam, habe ich alles fallen gelassen. Bin an die Front geritten, um zu kämpfen. Ich bin zur zweiten temerischen Armee unter Johann Natalis gestoßen. Wir sollten die Schwarzen bei Dol Blatana am Berg Carbon aufhalten.
Das haben wir auch. 3 Tage lang. Dann haben sie Kleinholz aus uns gemacht. Kurz darauf hörte ich, dass Radovid seine Kräfte bei Novigrad sammelt, dass er geschworen hatte, für einen freien Norden zu kämpfen. Ich bin mit den Resten von Nathalies Armee durchgebrochen, aber... Aber? Aber Radovid war nicht besser als M hier. Daher entschied ich mich für meinen eigenen Kampf. Ich suche Hurensohn Junior. Hab von ihm gehört. Aber wie kommst du darauf, dass er in meinem Lager sein könnte? Ich habe ein paar Vögelchen singen gehört. Ihr habt gemeinsame Freunde. Ihr scheint beide Radovid zu euren Verbündeten zu zählen. Diese Vögelchen waren sehr gesprächig. Ich muss mit ihnen reden. Du musst sie mir nennen. Vernon, willst du mir jetzt helfen oder muss ich weitersuchen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Ich bin auf dem Weg zu meinem redanischen Kontaktmann. Wir treffen uns bei Ochsenfurt, in einem Schachclub. Danke. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Ah. Ja, dann mal los. Das hat unserer Truppe noch gefehlt. Dann mal los. Ich muss jetzt mal gucken, wie ich jetzt hier rauskomme. Ein bisschen Licht schadet nicht. Alter, was ein großes Versteck. An der Brücke von Oxford. Gucken, komme ich da auch so hin? Ja. Nee. So komme ich da nicht hin. Gut. Los, Plötze, wir haben es eilig. Jo. Was hat man da gehabt? Krass. Eine Erscheinung, eine Mittagserscheinung. Oder nee, Quatsch, eine Nachterscheinung. Interessant. Langsam, langsam. Hexer, gute Leute, sind wie ein Mikro. Oha, Plötze. Gut, den Rest laufe ich. Danke, Plötze. Der Mann, den wir treffen wollen, wartet sicher schon. Bereit? Der Kontakt wartet beim Schachclub. Bringen wir es hinter uns. Gehen wir. Ein Schachclub, das glaube ich noch nicht so ganz. Irgendetwas stimmt nicht. Oh, oh. Dann sieht königlich aus. Ich tippe mal auf Radovid. Tatsache. Schach. Matt. Es heißt, Schach sei das Spiel der Könige, das es einem strategisches Denken lehre. Was für ein Schwachsinn! Beide Seiten spielen mit gleichen Figuren. Die Regeln sind dieselben. Was hat das mit dem echten Leben zu tun? Hexer, weißt du, warum ich Schach spiele? Ich gehe mal auf keine Ahnung.
Ahnung. Ich spiele Schach, um das Geheimnis des Spiels zu lüften. Blut fließt durch die Adern dieser Schachfiguren. Man muss nur hinhören, dann hört man es. Tadam, tadam, tadam. Ein Herz voller Leben. Ich schlage einen Bauern und höre, wie ein Leben erlischt. Ich gewinne eine Figur und höre ihre Schreie. Ich möchte diese Schachfiguren aufbrechen, die Wahrheit aus ihnen herausquetschen. Verstehst du, was ich meine? Nein. Nein, ich verstehe es nicht. Du verstehst es nicht, weil du kein König bist. Bauern sehen nur die Kameraden an ihrer Seite und ihre Gegner auf dem Feld gegenüber. Ein König sieht das Schachbrett anders. Seine größten Feinde umgeben ihn. Die eigenen Figuren können ihn einsperren. Und das bedeutet Schach und Tod. Weißt du, Hexer, Schach ist die Kunst, die eigenen Figuren zu opfern. Verstehst du es jetzt? Nein. Nein, ich verstehe es immer noch nicht. Unwichtig. Reden wir. Warum hast du den Hexer hergebracht? Das kann er euch am besten selbst erklären. Verzeihung. Ich suche Cyprian Will, Hurensohn Junior. Ich weiß, dass Redanien ihn unterstützt. Warum suchst du ihn? Das ist eine persönliche Angelegenheit. Na schön, ich frage nicht weiter. Ich habe Junior in einem Anwesen in Ochsenfurt untergebracht. Nur wenige wissen davon. Sie werden dich nicht ohne Ankündigung reinlassen. Also musst du ihnen sagen, dass du wegen der neuen Huren kommst. Junior verlangt ständig nach neuen Frauen. Er soll sie schlecht behandeln. Ihr überlasst mir einfach den Mann, in den ihr Zeit und Geld investiert habt? Warum? Sieh es als Geste des guten Willens, zumindest fast. Dafür erwarte ich einen Gefallen von dir. Und Junior hat seinen Nutzen verloren. Die großen Vier gibt es nicht mehr. Ich werde zu gegebener Zeit an dich herantreten. Geh jetzt. Alles klar. Ja, das hört sich doch nach einem Deal an. Wir unterhalten uns ein andermal. Radovid versinkt scheinbar immer tiefer in seinem Wahnsinn. Ich weiß jetzt, wo ich Junior finde. Alles andere ist mir egal. Geralt, mir fällt ein, dass ich dich auch um einen Gefallen bitten möchte. Ich habe ein großes Problem mit Vess. Ich brauche jemanden, der sie zur Vernunft bringt. Komm zu mir ins Lager, dann erzähle ich dir mehr. Lass mich drüber nachdenken. Bis dann, Bosch. Ja, darüber kümmern wir uns ein anderes Mal. Zweiten König, den wir schon begegnen. Sehr interessant. Gut, dann begeben wir uns jetzt zu seinem Versteck. Hä? Was für eine Quest ist denn da jetzt bitte schön gescheitert? Also das möchte ich jetzt mal wissen. Ach so, sprich mit Hacker. Na gut, das ist mir eigentlich egal da mit dem komischen Zwerg. Mir ist jetzt erstmal wichtig, dass wir Junior finden. Wir wissen ja jetzt zum Glück, wo er steckt. Ich will sicherheitshalber nochmal abspeichern. So. Sehr gut.
Hier müssen wir jetzt durch. Keine einzige ist Was willst du? Wo ist Hurensohn Junior? Oh Mann, schwer vom Begriff, was? Ich kenn dich, du Dreckschwein. Du hast Olgard und Vic umgebracht. Oh, das muss ein Missverständnis sein. Holen wir uns den Bastard! Alter! Wir haben den voll außer Gefecht gesetzt, den Mistkerl. Aber gut, er hat selber Schuld. Das macht er uns auch so dämlich an. Oh Mann, ich schwör's euch, ich hasse meinen Controller, ne? Oh, jetzt gibt's ein Kämpfchen. Komm. Brennende Runde. Habt ihr sonst noch einen Wunsch? Ihr Loser, zack! Was ein Gemetzel! Badaboom! Nee! Oh ey, hässliche Armbrustschützen! Wie ich die gar nicht ab kann, ne? Später geht man dann hier noch rum und sammeln auf, wenn wir das soweit geschafft haben. Nee, von hier sind wir ja gekommen, ne? Ja. Müssen wir hier jetzt weiter nach oben, oder? Ach, greift ihn von hinten an, was für Muschis. Greift ihn von hinten an, aber ihr könnt nichts, oder was? Jungs brennen zusammen. So sieht's aus. Oh gut, hier geht's nicht hoch. Hier gibt's noch ein bisschen Plunder ein zum Einsammeln. Durchsuche das Anwesen. Na gut, dann mache ich das mal. Was hat der hier? Ah. Na gut, hier finde ich nichts. Finde ich hier noch was? Nützliches? Natürlich nicht. Da geht's hoch. Ich gehe trotzdem hier jetzt mal lang. Hier ist abgeschlossen. Da scheint was Wertvolles drinne zu sein. Das Buch, glaube ich, ihn. Hier ist so wieder der Ausgang, oder? Halt mal, das ist doch das Anwesen. Hier halt mal nach oben. Ja, hier muss ich auch hin. Degeneriert hat. Wenn er Ciri auch nur angefasst hat, wird er dafür bezahlen. Alter Schwede. So ein Arschloch. Sie wurde an die Wand genagelt. Dafür muss der Dreckskerl eigentlich sterben. Alter. Thank you.
Was soll das sein? Verfick nochmal! Putz. Oh, hat er verdient. Hilfe! Verflucht doch mal! Es kommt keiner. Oha. Halt! Das hat er verdient. Und das auch. Was? Was willst du? Hallo, Junior. Wir müssen uns unterhalten. Ich mach alles, was du willst. Fangen wir mit ein paar Fragen an. Ich werde dir alles sagen. Ich suche eine junge Dame und einen Barden. Und ich weiß, dass du sie getroffen hast. Eine Tussi? Was für eine Scheiße. Aschblondes Haar, Schwert auf dem Rücken, so wie ich. Ja, ja, da gab's so eine. Ich erinnere mich. Sag mir, wie du die aschblonde Frau getroffen hast und was mit ihr passiert ist. Was mit ihr passiert ist? Sie hat mich angegriffen. Noch eine Lüge, dann schneide ich dir die Eier ab. Hat doch verdient. Wir hatten eine Abmachung. Ich sollte ihr magisches Fühlerdings reparieren. Dafür sollten das Mädchen und der Sänger mir Sigi Reuvens Schatz besorgen. Das haben sie nicht. Da habe ich vielleicht etwas überreagiert. Was hast du getan? Ich habe mir diesen Dodo geschnappt und gewartet, dass sie ihn holen kommen. Da, das Ding da, das sollte ich reparieren. Ein Phylakterium? Sowas kannst du reparieren. Ich nicht, aber ich kenne jemanden. Du vergeudest meine Zeit, Junior. Ich will Details wissen. Ich sag's dir ja. Ich sag dir alles. Aber es war nun mal so. Lädt und lädt und lädt und lädt. Und jetzt dürfen wir wieder Cirilla spielen. Auch nicht schlecht. Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Beruhige dich, Rittersporn. Wir können Dudu nicht in Hurensohn Juniors Gewalt zurücklassen, das weißt du. Ich weiß ja, aber erzähl das mal meinem Bauch. So sympathisch mir Dudu auch ist, ich kann's einfach nicht ausblenden. Kopf hoch, wir schaffen das schon. Ganz bestimmt. Die berühmten letzten Worte. Hast du rausgefunden, wo Hurensohn Dudu gefangen hält? Im Zimmer, ganz oben, mit dem Balkon. Ich muss aufs Dach. Warte vor Juniors Haus auf mich. Ich weiß schon, das wird dir nicht leicht fallen, aber versuch bitte, möglichst unverdächtig auszusehen. Wenn sie dir wehtun, wird Hurensohn dafür bezahlen. Ich muss aufs Dach klettern. Ja, nice. Rittersporn und Ciri. Ja, dann begeben wir uns mal aufs Dach. Klettern kann die junge Dame ja ganz gut. Im Zimmer ganz oben mit dem Balkon. Ja. Wenn das Mädchen hier mal keine Faxen macht. Spricht der Controller so.
paar Zimmer ganz oben mit dem Balkon so. Da ist der Balkon. Mal sehen, was im Zimmer ist. Oh, hier kommen wir nicht rein. Aber durchs Fenster. Und jetzt, mein lieber Dodo, versuche ich's mal mit was anderem. Das hier ist mir zu langweilig. Du bist verrückt, Junior. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Nein, die meisten finden mich nett, wenn sie mich erst kennen. Dann schließt du also gerne neue Bekanntschaften? Willst du mich etwa mit jemand Interessantem bekannt machen? Da bist du ja. Gut, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Auf die Knie, du Schlampe. Ja, ich weiß, wie ich mit Cyrilla umgehen muss. Lappen. Auge um Auge. So, Dodo ist befreit. Sie kommen. Dodo, hör zu. Wir machen es so. Schnapp die verdammte Hure! Nur zu eurer Info, Dodo ist ein Doppler. Und demnach hat er sich jetzt als Hurensohn Junior ausgegeben, was uns einen kleinen Vorteil verschafft. Dodo kann weglaufen. Und wir prügeln uns hier durch. Schlachten hier die ganzen billigen Wachen ab. Dein Schild kann mir auch nichts. So. Ist mal schön wieder mit Cyrilla zu spielen. Gefällt mir. Wir kommen hier ganz gut durch, das gefällt mir. Was ist mit der Frau passiert? Ich habe keinen blassen Schimmer. Einer der Jungs, der hat sie am Rücken erwischt. Aber sie lebt noch, ich schwör's. Dodo, was ist mit ihm passiert? Was weiß denn ich? Der Arsch ist auf und davon. Wie vom Erdboden. Na, das ist er. Sonst noch irgendwas? Ich hab dir alles erzählt, was ich weiß. Alles. Du hast dem Mädchen wehgetan, das ich suche. Hast ihren Freund gefoltert. Sie nee, das ist ja noch nicht. Stimmt ja. Ich darf mich doch verteidigen. Ich bitte dich. Ich hab meine Strafe bekommen. Gnade. Bitte. Ich du musst sterben. Dir, wie die Dinge stehen. Ich suche dieses Mädchen, weil sie wie eine Tochter für mich ist. Und darum kann ich dir das nicht durchgehen lassen. Richtig. Nein! In seinem Fall hätte ich auch so gehandelt. Der ist down. Können wir hier noch was mitnehmen? Geralt, was wackelst du denn hier so rum? Aufnehmen, Rittersporn.
Dudu Bieberfeld. Gibt es hier noch was zum Mitnehmen? Nur ein Kronleuchter, mehr nicht. Ja gut, jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr. Das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall. Erzähle Priscilla von dem Gespräch, ja. Ja gut, dann machen wir das mal. Dann müssen wir ja da schnell hinkommen. Und dann war es das auch schon soweit. Mit der Quest hier. Du scheinst deine Angelegenheit geklärt zu haben. Zeit für deine Gegenleistung. Radovid wartet wohl nicht gerne, wie? Nein, tut er nicht. Komm mit. Die Ochsenfurt Dreiberg. Einst das Kronjuwel der redanischen Flotte. Aber inzwischen stillgelegt. Schönes Schiff. Du musst deine Waffen abgeben, wenn ich dich an Bord lassen soll. Folge mir. Das Schiff wurde mit Spenden finanziert. Von Edelfrauen. Das ging aber relativ schnell hier. Ein spontaner Anflug von Patriotismus. Du bist ein heimatloser Wanderer. Du verstehst nicht, was es heißt, sein Land zu lieben. Gucken, was er will. Da bist du ja. Wie kann ich euch dienen, Eure Majestät? Du hast noch nie ein Blatt vor den Mund genommen. Nun gut. Finde für lieber Eilert für mich. Das ist mein Wunsch. Ich habe einst befohlen, ihr die Augen auszustechen. Aber scheinbar hat das nichts gebracht. Meine Jäger haben Herren Eilhard östlich von Ochsenfurt aufgespürt. Sie scheint den Zugang zu ihrem Unterschlupf magisch versiegelt zu haben. Es dürfte nicht leicht sein, dir Zutritt zu verschaffen. Aber ich bin sicher, es wird dir gelingen. Bring sie mir. Lebend. Philippa Eilhard? Was will sie hier? Sie will wohl ihre alten Freundinnen wiederfinden, die Loge wieder versammeln. Vielleicht auch Rache üben an mir. Herrin Eilhard ist für ihre Hartnäckigkeit bekannt. Manchmal muss ich an den Unterricht bei ihr denken. Ihre Vorträge waren genauso einprägsam wie ihre Strafen. Sie war in ihrer Grausamkeit spitzfindig und geduldig. Ich habe ihr das Augenlicht genommen. Aber sie ist immer noch gefährlich. Sei lieber vorsichtig. Lasst mich darüber nachdenken. Aber nicht zu lange. Wir wollen nicht, dass Philippa ein weiteres Mal entkommt. Du kannst gehen. Na gut. Da kümmern wir uns ein anderes Mal drum. Jetzt noch nicht. Deine Waffen. Danke. Hab noch nie so guten Stahl gesehen. Die Klinge ist gut, nicht wahr? Wichtig ist die Hand, die sie führt, nicht der Stahl. Gut. Jetzt habe ich's aber eilig hier. Ihr habt mich hier schon lange genug aufgehalten. Und dabei hat er doch erst mit uns geredet. Warte mal. Mal nach Quests gucken. Reiseziel Skellige, Graf Reufens Schatz, finde Junior. Da war's doch. So.
Ich guck mal auf der Karte, wo wir da hin müssen. Wir müssen wieder nach Novigrad. Gut. So. Auf geht's zu Priscilla. Sie wartet auch noch auf Informationen. Die gute Frau hatten wir auch erst im letzten Part gehabt. Also in den davorigen Parts. So, jetzt müssen wir wieder in ihr Zimmer. Um genauer zu sein, im Part 22 war das, wo wir hier auch noch als Mörder bezeichnet wurden. Geralt! Hör mal, ich habe Hurensohn Junior gefunden. Ja? Und? Hast du was erfahren? Ja. Ciri und Rittersporn wollten Sigiroibens Schatz für Hurensohn stehlen. Im Gegenzug hat Hurensohn versprochen, jemanden zu finden, der Ciris Phylakterium reparieren kann. Kaum zu glauben, dass sie mit diesem Bastard verhandelt hat. Wo doch weithin bekannt ist, wie man endet, wenn man mit Willi paktiert. Ciri war verzweifelt. Aber du hast recht, es war nicht die beste Idee. Schließlich hat Hurensohn Ciri verletzt, nachdem er Dudu gefoltert hatte. Dudu? Wie... Was hat denn Dudu damit zu tun? Offenbar hat Rittersporn sich an ihn gewendet, um Ciri zu helfen. Ein Glück, dass Dudu entkommen konnte. Er versteckt sich jetzt vermutlich. Oh, und was ist mit Willi? Der ist tot. So. Jetzt fragen wir nochmal, wie sie sich kennengelernt haben. Sag mir, du und Rittersporn, wie habt ihr euch kennengelernt? Bei einem Poesieturnier in Elanda. Ich hatte natürlich schon viel von Meister Rittersporn gehört. Und tatsächlich, zunächst hielt ich ihn für einen aufgeblasenen, selbstverliebten Trottel. Zunächst? Nun, nur Kühe ändern nie ihre Meinung. Ich änderte meine, als er kam, um mir zu gratulieren. Das hätte ich ihm nicht zugetraut, mit Anstand zu verlieren. Rittersporn kann nervtötend sein, das bestreite ich nicht. Aber er kann auch aufrecht und edel sein. Naja, sonst würde ich es wohl auch nicht ertragen, ihn um mich zu haben. Ich verstehe. Ja, sehr schön, Freunde. Dann war's das jetzt auch mit der Folge, also mit dem Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich weiterhin über euren Support freuen und eure Unterstützung. Und die Leute, die meine Videos sehen auf meinem Kanal sind und mich noch nicht abonniert haben, ich würde mich über eure Unterstützung mit einem Abo freuen. Ist natürlich kostenlos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Haut rein!